So, moin moin und willkommen zurück hier, Sodale und hast du nicht gesehen, wieder hier im Revier und ja, Trivelos Let's Play. Ja, nochmal so eine schöne Nachvertonungsfolge und wie immer, ich habe mir das Video vorher nicht angeguckt, aber ich kann euch sagen, Kalle hat mir ins Ohr gelacht, also irgendwie war ich diesmal nicht ganz so arg bösartig zu ihm. Und ja, wir hatten gerade eine kleine Aufnahmesession hinter uns und sind ein bisschen mit den Folgen durcheinander gekommen. Denn ich wäre eigentlich für euch gestern dran gewesen. Ich mache dafür heute nochmal eine Folge und dann geht's fast nochmal weiter, nächsten Donnerstag. Ja, die Folge 31, die 31 gibt es nicht, da kommt irgendwas anderes bei mir auf dem Kanal. Ja, was genau? Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe noch keine Ahnung. So, ja, hier habe ich jetzt Folgendes vor. Daran erinnere ich mich noch zum Teil. Wir brauchen mehr Energie, denn wir haben hier ganz viele illustre Dinge vor. Und dafür werden wir jetzt einfach künftig mehr Energie brauchen. Wir schnappen uns natürlich den Konfigurator und mit dem Konfigurator drehen wir das Ganze natürlich erstmal wieder ordentlich hin. So, wunderbar. Und was habe ich jetzt hier vor? Ach ja, genau, der Schalter muss weg. Wir müssen jetzt ja beide Dynamos irgendwie anschließen, denn die Dynamos brauchen ja bekanntlich ein Redstone-Signal. Und dieses Redstone-Signal, das müssen wir uns jetzt natürlich irgendwie da ranholen. Aber nichts leichter als das. Blöderweise ist mir jetzt einer der Steine da in die Lava, hätte ich bald gesagt, reingefallen. Also da unten in die Live-Essence. Und irgendwie habe ich gerade keine Lust gehabt, da hinterher zu tauchen. So wie mir scheint. Ich suche, glaube ich, noch gerade den zweiten. Nö. Gut, okay. Wir hängen da jetzt natürlich ein bisschen die Mechanical Pipes ran. So, dass wir die Live-Essence reinbekommen können. Und natürlich habe ich im Vorfeld vergessen, mir welche mitzunehmen. Und irgendwas habe ich jetzt hier erzählt mit den Leitungen. Ach ja, genau. Die Leitungen, die werden wir natürlich früher oder später alle mal austauschen müssen. Weil diese Basic Universal Cable nagelt mich nicht fest, wie viel KJ oder RF die transportieren können. Siehst du, da wollte ich auch nochmal gucken, ob man das sich nicht anders anzeigen lassen kann. Jetzt habe ich natürlich nicht gehört, was Kalle gesagt hat. Und wie gehabt, ich spule das Ganze jetzt nicht zurück. Weil dann kommt das Ganze natürlich wieder nicht hin und er redet mit mir. Keine Ahnung, ich habe wohl erstmal die richtigen Pipes gesucht, weil das mit den Pipes finde ich persönlich beim Mechanismen in diesem Modpack, in diesem Texturenpack ist ein bisschen scheiße. In der Zwischenzeit haben wir hier irgendwo eine Quest abgeschlossen und zwar bei Second Chance. Wir haben das Blut fertig, liebe Leute, das Blut. Die 5.000.438 Buckets wären damit in das Quest Delivery System eingelaufen. Ja, was können wir dann machen? Wir können das Quest Delivery System oder wie das immer heißt, QDS, das können wir natürlich abreißen. Und ich stelle fest, dass wir die Pumpe wahrscheinlich umsetzen müssen, weil die jetzt langsam nicht mehr an Life Essence rankommt. Weil hinter meiner Figur ist natürlich, gucke ich auch nochmal kurz hin. Nee, gucke ich gerade doch nicht hin. Auf jeden Fall dort in die Richtung haben wir ja den Ozean und da sollte auf jeden Fall genügend Life Essence vorhanden sein. Ja, vielleicht werde ich die Pumpe doch nochmal umsetzen. Irgendwas sagte Kalle, das werden wir wohl nie erfahren. Ich werde mir mal eben einen Booster gönnen. Booster. Ich könnte doch Werbevideos machen. So, wir bekommen eine elektrische Pumpe und 10 Portable Tanks. Oder auch nicht. Ja, wir haben das Ganze. Und deswegen stelle ich das QDS nochmal hin. Ist nicht geboundet. Jetzt habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Ich kann den Claim immer noch nicht rewarden, wie wir immer so schön sagen. Ja, die Life Essence soll fertig sein. Aber irgendwie passiert da nichts. So, das QDS wäre damit geboundet und ich kann mir den Rewards nicht holen, obwohl ich angeblich 2 leere Taschenplätze habe. Es kann jetzt manchmal sein, dass das irgendwie so ein bisschen, ja, das Ganze, weiß ich auch nicht, überlagert oder als wenn es da auf jeden Fall einen Fehler gibt. Aber den Claim kann ich nicht bekommen. Keine Questbelohnung für Tribolo. Na, jetzt warte ich auf das Ergebnis dieser Quest.
während ich mir hier privaten Leben gerade meine Zigarette suche und auch die gefunden habe. Wir hauen das Ganze jetzt dazwischen. Das Blut fließt in Strömen. Beziehungsweise die Live-Essenz, und das gefällt mir natürlich so nicht. So gefällt es mir besser. Warum? Hat sogar tatsächlich einen Grund, damit ich nämlich da jetzt drauf stehen kann. Boah. Genau. So, wir hauen da einen Stein hin, wir hauen da einen Stein hin. Natürlich ein bisschen Rotstein da ran. Und normalerweise sollten wir jetzt... Genau, den nehmen wir nochmal weg, damit wir das dann auch finden. Die Fackel da einmal beiseite geräumt. Den Schalter dort angebabbelt. Okay, der hat 0. Wir haben den Schalter eingeschaltet und er hat immer noch 0. Okay, Redstone kommt an. Und er füllt sich mit RF. Und der zweite füllt sich auch mit RF. Ja, fantastisch. Hat auch wunderbar funktioniert. Jetzt könnten wir da auch zumachen, wenn wir genügend Steine dabei haben. Haben wir natürlich nicht. Wie sollte es auch anders sein? So, was macht er jetzt? Was hat er vor? Genau. Wir wollen die Crops natürlich irgendwie auch mal abernten. Und deswegen bereiten wir das Ganze jetzt in dieser Folge ein klein wenig vor. Eigentlich sollte das in der nächsten Folge, also sprich für euch heute, sollte das eigentlich weiter abgeerntet werden oder beziehungsweise weiter zusammengebaut werden. Es gab allerdings ein, zwei, drei kleine Probleme, an die wir vorher nicht gedacht haben, beziehungsweise an die ich vorher nicht gedacht habe. Denn ich wollte das Ganze natürlich auch irgendwie so gestalten, dass wenn wir das Ganze abernten, dass wir denn das direkt in irgendwelche Draws oder whatever, fragen Fuchs wo rein. Applied Energistics hast du nicht gesehen. Irgendein Lagerungssystem. Dass wir das halt gleich direkt einlagern können. Das wollte ich halt gerne haben. Allerdings fehlte uns dazu eine Integrenzie. Wer hätte das gedacht? Na sowas. Schon wieder mal. So. Mal so ein bisschen hier das Gemüse weggetrampelt. Kalle weiß immer noch nicht so recht, was er davon halten soll. Deswegen lunzt er da ein bisschen um die Ecke. Na, hasse. Sehr schön. Hat er sogar eine Hoe dabei. Einmal umgraben, einmal den Crop da rein und wo ist der Seed? Ja, wo ist der Seed? Da ist der Seed. Wunderbar, dann lasse wachsen. Die wunderbaren 10-10-10er Seeds von Kalle, alle handgelesen, handverlesen, handgemacht schon fast. Aber nur fast. So, wir buddeln uns hier jetzt ein bisschen nach unten. Und dann einmal so ein bisschen elektronische Elektroleitung hier lang gezogen. Also gleich zumindest, denke ich mal. Na, hast du dabei? Ja, wunderbar. Basic Universal Cable. Einfach hier so lang ziehen. Das. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, das geht sogar ohne, dass ich es gerade live spiele. Ja, sehr schön. Das ist schön, wenn man seinen eigenen Spiel- und Moderationsstil wenigstens so ein bisschen kennt. So, wie gesagt, den klemmen wir jetzt erstmal noch nicht an, weil der braucht hinten dran ein Inventar. Kalle, du kannst in der Zwischenzeit schon mal weitermachen. Ich habe dir jetzt gezeigt, wie es geht. Und dann würde ich sagen, machst du da einfach mal weiter, ne? Machst du. Gut. Wunderbar. Das, was ich gerade da erzählt habe, oder was ich jetzt so erzählt habe, habe ich da dann scheinbar nochmal erzählt. Und irgendwas scheint Kalle mir erzählt zu haben, aber das habe ich diesmal wieder nicht gehört. So, mit was geht es denn jetzt weiter? Eine interessante Frage. Upgrade. Was brauchen wir denn für ein Upgrade? Ach ja, genau. Der Olle, ja, wie heißt denn das Ding hier? Der Olle Harvester oder generell die MFR-Maschinen, die können ja ein Feld von 3x3 abernten, standardmäßig. So, nun steht da ja Radius Increase 2. Nun habe ich mir tatsächlich hier so ein kariertes Papier geschnappt und habe mir mit so einem Bleistift hab mir so ein 3x3 Feld aufgemalt und habe dann überlegt so, Radius plus 2 und habe das dann einfach mal so ausgemalt und habe dann gedacht so, ja okay, 7x7 ist nicht nur feiner Sand, sondern ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und das erzähle ich jetzt die ganze Zeit nur ein bisschen anders. Ja, ich weiß nicht, was ich da jetzt beim letzten Mal für ein Hehl draus gemacht habe. Kalle sagte nur gerade, wenn du das sagst, also ich werde da bestimmt genau sowas gerade erzählt haben. Ich erinnere mich auch ganz dunkel dran, dass es um solche Sachen dabei ging. Aber wie gesagt, die Erinnerung ist ganz dunkel. Dunkel und kalt.
war die Nacht. Boah. Ekelhaft. So, Upgrade. Jetzt zeig doch mal das Upgrade. Bau doch mal das Upgrade. Da haben wir Eisen drin. Da haben wir auch viele illustre Sachen drin. Da ebenfalls. Da haben wir Eisen drin. Und wir brauchen irgendwie mehr Eisen, Gold, Kupfer, Zinn. Ach nee, ha, siehste. Wir wollen ja halt so ein Zweier-Ding machen. Also Radius von 2. Arrow brauchen wir Zinn. Und Zinn haben wir bis dato noch nicht einmal richtig eingeschmolzen. Ja, an dieser Stelle wiederholen wir das Ganze mal. Ich war irgendwie der Meinung, auch im Vorfeld, dass ich Eisen-Upgrades eingeplant habe. Aber wie das halt immer so ist. Ah ja, genau, die Gold-Coins, anstelle da jetzt irgendwie Gold-Nuggets zu machen, können wir die Coins verwenden. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich die Coins habe. Die muss ich aus irgendeinem Treasure von Thaumcraft oder dergleichen haben. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen ein bisschen Redstone. Einmal, zweimal. Und fertig ist das Upgrade. So, haben wir so ein... Ach, da überprüfe ich das Ganze nochmal mit dem Eisen, weil wie gesagt, ich hatte halt Eisen so im Hinterkopf. War es aber nicht. Und da ärgerte er sich. Ja, da hinten und da und zeig mal so ein bisschen rum. Und dann bauen wir das einfach hier mal ein, weil wir brauchen zügig. Achso, jetzt zeige ich das nochmal, was ich meine. Also wir sehen, das Upgrade reicht genau für 7x7. Hätte sich eigentlich auch jeder denken können, warum ich da jetzt so eine Art Staatsakt draus gemacht habe, weiß ich auch nicht mehr. Habe ich aber gemacht zu dem Zeitpunkt, fand ich wohl gut. Und in dem Moment sagt Kalle, alles klar, siehste. So, wir brauchen natürlich noch ein paar mehr Upgrades, weil wir bauen dann natürlich auch dementsprechend ein paar mehr Maschinen hin. Nur, wie ich das sehe, stackt das Zeug nicht. Ergo, ja genau. Ergo dreimal, nehmen wir viermal mit. Ja, wir nehmen viermal mit. Sollte dann erstmal reichen. Ich hätte noch so viel nebenbei machen können in der Folge. Nein, ich mache natürlich nur sowas. Muss man halt auch mal sagen, ne? Also, gut. Ja, übrigens so nebenbei, mal so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich habe heute halt erst völlig verkackt, euch diese Folge zu präsentieren und sitze jetzt hier um 8:30 irgendwie abends und muss das Ganze noch nachvertonen, weil ich das echt voll verpennt habe, das Ganze nachzuvertonen und zu rendern und hochzuladen. Da hat man es doch mal einmal mit so einem Vollprofi wie ein Trivolo zu tun, wa? Meine Güte nochmal. Ja, vor lauter Stream letzten Samstag und so. Ja, also da habe ich das nochmal erklärt mit dem Drawer. Wir wollen halt diesen Drawer-Controller so wieder hinten bauen. So, dass dann das Zeug da drin gleich landen kann. Allerdings mit vernünftigen Upgrades. Ich könnte da jetzt schon ein bisschen spoilern, aber da lasst euch mal... Ja, da wartet mal bis morgen ab. Morgen kriegt ihr dann schon mal so ein vorläufiges Ergebnis. Wie das Ganze dann... Nee, nicht nur ein vorläufiges. Moment, ja doch, ein vorläufiges ist es im Prinzip. So, was stelle ich fest? Ja, warum fängt denn der an, fragt Kalle. Wahrscheinlich fängt er an, weil der Energie bekommen hat. Er hat wahrscheinlich nicht nur den Block weggehauen, er hat wahrscheinlich auch da ein Kabel zwischengesetzt. Man weiß es nicht. So, wir produzieren parallel Sludge. Mensch, Sludge produzieren wir wohl scheinbar wirklich an jeder Stelle dieses Mal. Das ist aber gar nicht so unverkehrt mit dem Sludge. Ich laufe nochmal zurück. Warum laufe ich zurück? Was habe ich jetzt vor? Achso, genau. Erstmal das QDS wegnehmen. Richtig, weil wir haben da ja noch eine Quest mit dem Sludge. Aber... Na, guckst du vorher nochmal? Ernsthaft nicht? Gucke ich da nicht? Jetzt bin ich aber gerade ein bisschen verwirrt. Weil ich weiß nämlich... Ah, jetzt, siehst du. Da kommt nämlich vorher noch was, bevor die Sludge-Quest kommt. Da kommt nämlich noch Lava und Wasser und... So ein Scheiß alles und ja, sollten wir erstmal fertig machen. Kriegen wir als Belohnung einen Netherstern. Nethersterne können wir auch sehr gut gebrauchen. Auch da kriegen wir einen Netherstern, da kriegen wir irgendwas anderes. Bei dem Brian kriegen wir, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, einen Teleportationswand. Keine Ahnung, wofür der ist. Bei dem Sludge kriegen wir Draconium-Ohr und ein
Block of Diamond. Also die Belohnungen in der aktuellen Version oder in dieser Version, da hat die Folge gerade hinter sich, Belohnungen dieser Folgen, dieser Version finde ich halt schon teilweise ein ganz klein bisschen merkwürdig. Also hätte man auch anders machen können. So, hier an dieser Stelle überlege ich, ob ich das mit dem Sludge-Spoiler überhaupt mache, weil dem fehlen natürlich noch ein paar Kabel, wie dem einen oder anderen auch schon aufgefallen ist. Die habe ich, glaube ich, offscreen angebaut. Was suche ich jetzt? Ah ja, genau, das Ding wollte ich noch unbedingt fertig machen. Weil der Konfigurator, der wird uns früher oder später mal leer laufen. Den benutze ich ja für jeden Kram im Prinzip. Und deswegen war ich an dieser Stelle einfach mal der Meinung, wir brauchen ganz, ganz dringend einen, wie heißt das Ding? So eine Zelle, eine Batterie im Prinzip. Ich weiß immer nicht genau, irgendwas mit Cube heißen die Dinger bei. Da jetzt? Ah, doch nicht. Okay, wir brauchen Redstone dafür. Was brauchen wir noch? Ein Steelcase und, ja. Kein Steelcase? Habe ich nicht gerade einen Steelcase gesehen? Ach so, die Dinger. Die brauchen wir genau zweimal. Die Energy Tablets. Die stacken halt immer noch nicht, was ziemlich ärgerlich ist. Und jetzt brauchen wir noch diese Steelcase. Oh, hoffentlich haben wir da noch. Ja, wir haben gerade noch so von allem da. Gerade diese Iron Gears. Also, da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Da werden wir wahrscheinlich noch mit Applied Energistics arbeiten müssen oder so. Dass wir immer mal so einen Stack da haben. Weil so ein Stack von diesen Gears, das geht schon mal schnell drauf. Also das habe ich jetzt so festgestellt. So, hier noch ein bisschen Eisen ran. Und dann einmal Redstone im Kreis gezogen. Wunderbar, fertig ist der Basic Energy Cube. Und den schließen wir noch nicht an. Achso, wir schließen erstmal die Quest ab. Und bekommen nochmal Ultimate Universal Cable. Das ist auch sehr geil mit mehreren Detection Tasks. Es geht darum, da zeige ich es auch nochmal. Das sind irgendwie die Tasks, egal welchen Cube du in der Hand hast, du kriegst eben die Belohnung. Ist wohl noch ein kleiner Bug drin, aber eine neue Version des Modpacks ist wohl schon draußen oder kommt demnächst. Bin ich jetzt nicht ganz sicher. So, ich stelle das Ding jetzt erstmal so hin. Warum auch immer. Wollt wohl mal gucken. Also, wenn ich mich recht erinnere, hat das Teil jede Menge Eingänge und einen Eingang. Ja, genau. So, und jetzt das Kuriose. Der ist schon voll. Habt ihr das gesehen? Einmal Shift, Linksklick, glaube ich, war das drauf gemacht. Und das Ding ist voll. Ja, ich meine, meinetwegen. Kann man so machen. Ja, der Konfigurator ist voll. Der Basic Energy Cube, der füllt sich, das soll er auch. Ich wollte mal gucken, ob man das nicht umstellen kann von KJ auf RF, weil ich meine, in der Mechanism-Einstellung oder Konfiguration gab es mal so einen Punkt, wo man das einstellen kann. Aber, Gut, die Folge hat's hinter sich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt mal gewogen, bleibt mal treu. Haut rein und tschüss.